Mein Name ist Prošad Madani. Prošad ist der Vorname, Madani der Nachname. Und ich muss das immer dazu sagen, wenn man das ja an meinem Namen nicht merkt, weil er eben so wahnsinnig anders ist. Und dann gibt es natürlich die unglaublichsten Verballhornungen von Prošad, Prosciutto, Bruschetta, Großstadt. Ja, und einmal habe ich sogar einen Brief gekriegt an Herrn Popschi Madoni. Das fand ich sehr schön. Ich bin im Iran geboren, in Österreich aufgewachsen und lebe in Deutschland. Und egal wo ich bin, bin ich irgendwie ein Fremdkörper. Der Titel meines Buches ist Suche Heimat, biete Verwirrung. Es geht also um meine Suche nach meinen Wurzeln, nach einem Ort, nach Menschen, nach einem Volk, nach einer Kultur, der ich mich zugehörig fühle, um am Ende dann drauf zu kommen, dass es diesen Ort wirklich gibt, aber eben nicht da, wo ich ihn gesucht habe, nämlich draußen, sondern für mich in mir. Ich bin ja Schauspielerin und ich finde, dass mein Beruf wahnsinnig viel mit diesem Thema zu tun hat. Weil es in der Schauspielerei geht es ja immer um Authentizität und um Wahrhaftigkeit. Und der Schauspieler schlüpft ja in fremde Rollen. Er spielt ja Menschen, die ihm fremd sind. Und es ist ja nicht so, dass nur der Schauspieler in Rollen schlüpft. Ich finde, dass jeder von uns, also wir entgehen dem nicht, in Rollen zu schlüpfen. Das Thema Fremdsein betrifft auch den Inländer. Nur der hat den Nachteil, dass er sich nicht unbedingt damit auseinandersetzen muss. Und insofern glaube ich, dass dieses Buch viele Menschen betrifft. Also jeden, der einmal vor dieser Frage stand, wie sehr lebe ich das Leben eines anderen Menschen und nicht mein eigenes, weil ich glaube, dass ich so, wie ich bin, nicht richtig bin.